geht. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für den dritten Teil des 1, 2, 3, Sisters. Ja, wie schon richtig mit meinen Armen bin. Ja, weil sonst hätte ich mich auch einfach enttäuscht, honestly. Also, das hier ist jetzt tatsächlich was wilder, weil ich einfach, eigentlich nehme ich dieses Video nur zur Grundlage, um ihr meine neuen Optionen zu zeigen und ihre Meinung einzuholen. Okay? Und weil einfach, weil ich hier einen Kanal habe, in dem ich posten kann, was ich möchte, möchte ich das jetzt tun. Mhm. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung zu den Typen und Frauen, die wir uns hier ansehen. Ganz kurz, Disclaimer. Wir möchten hier niemanden rassistisch angreifen. Wir natürlich möchten nicht. Niemanden optisch irgendwie degradieren. Genau. Auf sein optisches halten, ne? Ja. Bestimmt sind die Charaktere super. Jeder hat eine eigene Meinung. Genau. Was wir nicht schön finden, könnt ihr schön finden. Genau, und wir wollen hier auch nicht auf einen bestimmten Typen Menschen aufgreifen, dass nur das schön ist oder so. Und wenn ich meine Person davon nicht schön finde, heißt das kein Angriff. Und außerdem sind das bestimmt alles nette Menschen. Ja. Außer sie sind vielleicht ein Skandal, von denen ich nicht weiß. Wissen wir nicht. Aber sie sind bestimmt nette Menschen. Und wenn nicht, dann nehmen wir dieses Statement zurück. Ne? Und es geht uns einfach nur darum, dass ich meine Dramen gucke und ich nur mit meiner Mutter darüber reden kann. Und ich möchte wissen, ob sie sie auch so schön findet alle. Okay, darum sind wir hier. Okay, cool. Wie gesagt, ihr könnt uns auch Themen und alles, was ihr gerne von uns sehen möchtet, in die Kommentare schreiben und dann treffen wir uns nochmal und drehen zusammen mehr, ne, meine lieben Freunde. Okay, fangen wir, machen abwechselnd Frauen und Männer, okay? Ich blende euch hier natürlich ein Bild an. Was hältst du von dieser Frau? Ich habe versucht, Bilder zu suchen. Sehr hübsch. Ja, ne? Ich habe versucht, Bilder zu finden, die am wenigsten retuschiert sind und so, aber ihr wisst es, ne? Weiß jetzt nicht. Ich finde sie sehr. Wobei ich finde, dass sie auch so einen kleinen westlichen Touch hat, oder? Ja. Weil guck, also wenn ich mich jetzt nicht irre, ist sie ja da auch so geboren, wie so Bronzer-mäßig. Ja. Und das ist ja auch eher so westlich. Die ist tatsächlich Koreanerin, also keine Chinesin, sondern Koreanerin. Die spielt bei Haran ist mit. Sehr hübsch. Ich finde auch, ne? Sollen wir Noten geben? Abi-Noten oder Noten 1 bis 6? Lass uns 1 bis 10 sagen. 10 ist das Beste. Ist keine Note, ist eine alles anderes. Für alle, die nicht wissen, wer das ist die Schauspielerin. Ach so, ich schreibe euch hier die Namen von den Leuten an. Ich würde dir schon 9,5 oder 10 geben sogar schon. Echt? Ja, ich finde sie schon sehr hübsch. Ich finde es tatsächlich voll krass, weil ich kenne sie ja nur in ihrer einen Rolle. Mhm. Ne? Und die sieht so anders aus das im richtigen Bild. Leben. Ich finde sie halt bei dem Bild, ist es eine 10. Aber ich weiß ja nicht, wie sie sonst so... Na, aber ich finde die auch sehr hübsch. Ich finde die aber natürlich eine 10 von 10. Leute. Nein, aber ich finde sie in dem... Also, wie soll ich das sagen, im wahren Leben hübscher als in ihrer Rolle tatsächlich. Ja. Crazy. Okay, freut mich, dass wir darüber reden. Was gibst du? Achso. Ich weiß halt noch, was kommt. Deswegen gebe ich ihr... Vorne. Ja, ich guck da nicht hin. Also gebe ich ihr eine 8. Mhm. Weil ich weiß, ich habe meine 2 Zwölfer und die toppt halt keiner für mich. Ja. Okay, machen wir jetzt einen Mann. Bleiben wir in derselben Serie, okay? Choi Min-ho hieß der Name. Aus derselben Sendung, er spielt den Piraten bzw. den Typen, den Mama so mag. Das sind nicht seine Namen, wir benutzen hier, wenn ich keine Namen weiß, dann natürlich die Spitznamen von den Serien. Ja. Und hier ist, wie gesagt, der Schauspieler. Und 9? 9? Ich finde den auch sehr hübsch. Echt? Ich habe gedacht, du würdest den nicht so hübsch finden. Doch. Ich meine, ich finde den auch mega. Der ist K-Pop-Star, der ist für Shiny in der Band. Keine Ahnung. Ach Mann, ey. Ich habe keine Ahnung davon. Aber das ist süß, ne? Ich habe echt gedacht, dass der Bär den nicht so hübsch finden würde. Ich dachte, der würde nicht so in der Beuteschema passen. Ich habe kein Beuteschema. Ja, das wissen die aber nicht. Sag's ihnen. Ich muss sagen, ich habe wirklich... Also, jeder hat ja eigentlich so seinen Typen, was er so, was er so präferiert. Gibt's bei mir nicht. Gibt's nicht. Nee, ist egal. Ich mag meinen Freund. Toll, toll. Okay, machen wir mit einem anderen Mädchen weiter. Das ist das Mädchen aus Word of Honor. Tada. Ich finde, sie ist halt sehr viel jünger. Ich würde ja auch nicht sehen. Die ist hübsch, ne? Ich finde die auch hübsch. Also erstmal, ich finde die Outfit halt super süß. Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich euch dieselben Bilder einblende, wie ich jetzt hier habe. Ne, wahrscheinlich finde ich nicht dieselben, aber... Ich gebe ihr eine 9,5. Findest du sie hübscher als die andere? Nee, und deshalb... Weil sie hat irgendwas, was mich ein bisschen stört und deshalb kriegt sie nur eine 9,5. Ich finde halt, sie ist sehr jung. Weißt du? Ja. Sie ist sehr viel jünger als die andere zum Beispiel. Ja. Ja. Also, fandst du jetzt die andere hübscher? Die andere hast du... Was hast du der anderen gegeben? 10. Ach so, wow. Okay. Ihre 9,5. Okay, okay, okay. Aber eigentlich ist sie auch eine 10. Okay, machen wir mal mit ihm weiter. Das ist der Schwarze aus Mr. Dragon. Name, wie gesagt, steht hier. Eine 6. Ich wusste, dass du den nicht so hübsch finden würdest. Na, ich... also, wirklich... Die Ohrringe. Ja. Die sind halt... Generell die Ohren. Wären die Ohrringe nicht da, wäre es, glaube ich, eine 7. Ich habe in seiner Rolle richtig lange gebraucht, bis ich den hübsch finde. Sagen wir 6,5.
Ich habe in seiner Rolle so lange gebraucht, bis Ginny schon, weil die Haarteile, die die dem gegeben haben, halt dafür gesorgt haben, dass die Ohren so stehen. Mhm. Ne? Also ich habe richtig lange gebraucht. Und dann, als ich entdeckt habe, was der für eine Jawline hat, wie ganz aus kurz, das ist jetzt in echt. Ja, wie okay. Die in echt rumlaufen. Mhm. Aber der sieht aus wie aus Marmor gemacht, ohne Mist. Hey, ich fühle mich super schlecht, dass wir hier gerade andere Menschen so bewerten. Na, das ist so oberflächlich. Nee. Okay. Das ist so oberflächlich. Irgendwie, es tut mir sehr leid, ich schäme mich sehr. Leute. Aber wir sind, das ist Unterhaltung. Naja, wie sollen wir denn diesen Charakter bewerten, wenn wir diese Menschen nicht kennen? Ja. Das ist unmöglich, meine lieben Freunde. Okay, was hältst du von ihr? Das ist Jingjing aus Mr. Dragon. Eine 6. Ich finde sie auch nicht, also ich meine, ist eine hübsche Frau, wissen wir alle. Ist eine hübsche Frau, aber ich finde halt im Vergleich, generell, wenn du alle alleine stehend irgendwo sehen willst, würdest du bei allen sagen, wow. Ja, mega. Das ist halt jetzt das Ding. Das ist halt der Vergleich. Das ist auch böse. Man soll sich auch nicht mit anderen vergleichen, man soll mit dem happy sein, was man hat. Improven, was man improven und möchte. Wenn alle glücklich, wenn wir so aussehen würden. Ist so, genau. Also. Ja, aber es sind 6, ne? Ich finde auch, wart ab, bis du die andere Mutter ein bisschen aus der Serie siehst, weil, hoho, wenn du der nicht eine 12 gibst, dann weiß ich es nicht. Okay, neuer Mann. Was hältst du von ihm? Das ist Hundsvogel aus Haran. Eine 4. Wow! Das will. Nee, ich nicht. Das Ding ist, die einzelnen Komponenten, finde ich, sehen schön aus. Ich finde, der hat schöne Lippen, ja, einen schönen schöne Mund. Nase. Ich mag auch seine Gesichtsform irgendwie, dass sie breiter ist. Das ist, finde ich, jetzt vielleicht eben nicht das, was so ich finde, der sieht halt anders aus als alle anderen, die wir bisher gesehen haben. Und generell auch so von ich den Sendungen. Älter. Ja, älter. Der ist auch älter als ein paar und, von denen. Der ist auch erfolgreich. Also der hat mehr, erfolgreich weiß ich nicht, aber der hat viele Sendungen hinter sich. Ja. Und so. Aber bei dem, was mich halt bei dem komplett fertig macht, ist halt in seiner Rolle, fand ich den komplett hässlich, muss man sagen. Aber dann hat der Charakter das erste Mal gelächelt. Mir ist aufgefallen, ich habe so einen Lächelfetisch, das ist nicht mehr normal. Wenn ich einen Typen sehe und der ist süß, denke ich mir so, oh, der ist süß. Und dann fängt er an zu lächeln und ich bin komplett verloren, bin ich. Und bei dem war das so. Der hat gelächelt und der hat sich gedacht, boah, die komplette Sonne geht auf. So richtig süß sah der aus. Einfach ein cute Typ. Ja. Dem würde ich eine 6,5 bis 7 geben. Okay? Wenn er lächelt, kriegt er nur 7,5. Okay? Okay, wir machen mal mit dem Mann weiter, weil ich mehr Männer habe als Frauen. Was hältst du von ihm? Das ist der, den ich so mag aus Haran. Was habe ich dem anderen nochmal gegeben? Den davor jetzt, ich glaube, 4. Nee, den ich am Anfang gesehen habe, wo ich den so voll gut bewertet habe. 9. Darf ich den anderen nochmal sehen? Nee, ich habe den gelöscht. Also ich kann den suchen. Nein, ist egal. Okay. Ich lösche die aber jetzt nicht, aber da weiß ich nicht, wer... Ich glaube, ich fand den anderen einen Ticken mehr, also eine 8,5. Ich finde ihn halt, ich finde... Oder 9, also so eine Mischung, 8,5, 9. Ich finde, bei ihm kommt es voll drauf an, wie der gerade guckt und so, weil manche... Das ist halt ein schönes Bild. Ja, in der Sendung war es halt, der hat halt so den arroganten Typen gespielt, der Asi war zu allen. Ja, passt. Oh, voll meiner war es, ey, voll... Ich das find, passt aber auch. Ich finde halt seine Gesichtsform... Der ist so kantig irgendwie. Ja. Der hat so was in den Augen, was ich so schön finde. Ich fand ihn sympathisch, also wenn du den in Interviews und so guckst. Von mir kriegt er ja eine gute 8. Eine echt einfach gute 8. Soll ich die jetzt löschen? Aber da weiß ich halt nicht. Nee, du kannst löschen. Okay. Weil sonst weiß ich halt nicht, welchen wir schon hatten und wenn nicht. Oh, okay. Was hältst du von ihm? Der ist halt was älter. Das musst du außen vor lassen, okay? Das ist der Kaiser aus Eternal Love. Eine 7,5. Echt? Wenn generell oder wenn du das Alter weglässt? Weil der ist halt logischerweise älter als die anderen. Der ist schon älter. Nee, das ist mir egal. Also bei ihm finde ich, er könnte auch aus dem Westen stammen. Also aus dem Westen stammen? Nein, das hört sich jetzt doof an, aber ich finde, der wirkt voll... Ich finde, der hat richtig ausdrucksstarke Augen und Augenbrauen und so. Ich finde... Ganz kurz, das mit dem Messer war nicht der Grund, warum ich ihn so hoch bewertet habe. Hör jetzt auf, die werden dich nicht lynchen. Nein, aber das war nicht der Grund. Der Grund ist einfach, weil ich finde, dass er irgendwie doch ganz anders aussieht als die anderen. Ja. Aber positiv anders. Ja. Weil ich es zum Beispiel einmal eher negativ anders fand. Mhm. So und. Ja. Nee, ich finde halt. Was gebe ich ihm? Ich finde, der ist. Das wirkt so symmetrisch bei ihm. Er hat voll ja. Die gerade Nase, voll die geraden Lippen. Schönen Mund hat er, ja. Die Augenbrauen und so, das passt irgendwie voll. Auch mit ja. Der. Mit jedem Haaransatz und so. In seiner Rolle hat er eine lange, weißhaarige Perücke an. Der sieht so wild lange aus in seiner Haare Rolle. Sind nicht meins. Die haben alle lange Haare. Ja, dafür würde ich, glaube ich, deutlich weniger Punkte geben. Ich gebe ihm, einfach weil ich weiß, was halt noch kommt, gebe ich ihm eine 6. Ja. Aber wenn er mich haben wollen würde, meine Nummer kriegt er. Genau, what I mean? Also, das gilt für alle. Je nachdem, wie alle. Ich würde mich offenbaren, Leute. Es ist mir egal. Okay, machen wir mit einer Frau weiter. Wie viele hast du genommen? Alle von den Sendungen. Okay, was hältst du von ihr? Das ist die Schauspielerin von Yumshi aus Legend of Yumshi.
ich finde, die sieht im wahren Leben so anders aus als in ihrer Rolle. Ich habe die fast nicht erkannt. Eine ich war 8,5. 8,5? Mhm. Also findest du die anderen beiden Frauen hübscher bisher? Mhm. Ja, verstehe ich. Ich verstehe. Die andere ist halt eine 10 und die andere war so... 9,5 hast du gesehen. Ja, mhm. Und ich wollte jetzt nicht dann noch eine 9 nehmen, weil ja. Ich war ja zwischen 9,5 eben bei ihrem Schwanken und deshalb habe ich ihr jetzt eine 8,5 gegeben. Ich muss aber auch sagen, dass ich das bei diesen ganzen Serien, die wir gucken, haben wir öfter Probleme mit dem... Mit dem Aussehen von den Männern als von den Frauen. Tatsächlich. Weil die Frauen, die disappointen, selten. Selten. Ja, also ich finde sie auch sehr hübsch. Aber ich finde sie ist eher hübsch. Süß. Ich finde sie nicht schön. Weißt du? Doch, weil, ich finde sie schön. Aber sie ist natürlich schön. Aber ich weiß ja noch, was kommt. Weißt du, wie ja. Ich meine? Und da sind halt so ein paar, wo ich sage, wow. Ja, du bist ein Gemälde. Von mir kriegt sie eine 7,5-8. Mhm. Ja, wunderschön. Auch sie. Ich meine, ich bin zwar nicht bi. Aber wenn sie Bock hätte, wäre ich da, okay? Also ihr müsst es nicht als Beleidigung auffassen, because wir würden trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Das natürlich nicht, ne? Ich hab keinen. Das ist die Kreatur aus dem Meer, aus Lange Ballade. Eine 3. Oh, den findest du bisher am unattraktivsten? Echt? Nur eine 4, damit der mit dem anderen gleich. Nein, du darfst den bewerten, wie du es möchtest. Ja, sagen wir eine 4. Ja, warum? Was findest du weniger attraktiv als irgendwas sagen, die anderen? Ich glaube, es ist die Kopfform plus die Augen. Also die passen für mich irgendwie beide nicht so. Ich mag die Frisur nicht so. Aber das ist gemein, weil die ändern ihre das Frisur nicht überhaupt. Ja, also... Nee, also irgendwie... Nein, der kommt mir aber auch übelst bekannt vor. Weiß ich nicht. Ich mag ihn, also ich mag gegen ihn als Person habe ich nichts. Aber da ich die Rolle, die ich von ihm gesehen habe, einfach überhaupt nicht leiden kann... Christian Christoph. An den erinnert er dich? Ja. Oh ja, ein bisschen. True, true. Und Christian Kossoff finde ich hübsch so, aber dann finde ich ihn halt hübsch als ihn. Ja, verstehe ich. Nee, ich habe halt eine ganz schlechte Meinung von seiner Rolle. Daher auch der Spitzname Die Kreatur aus dem Meer. Und ich mag ihn halt einfach nicht. Aber er ist hübsch. Dieser Mensch, wenn man sie länger betrachtet, wird sie hübscher. True, true. Also true. Ich sehe ihn gerade die ganze Zeit weiter und meine Punkte werden jetzt, glaube ich, bei... Ja, 5 mindestens. Das ist ein sehr schöner Mund. So, und gerade eben habe ich, mein erster Gedanke war eine 3 und jetzt ist es bei einer 5. Guck mal bitte so. Der Mund. Das ist ja ein fast perfekter Mund. Dann ist eher die Nase. Die Nase ist auch sehr hübsch. Also irgendwie, es gibt ja so Menschen, umso länger du die anschaust, umso hübscher werden sie. Ja. Ja, von mir kriegt er eine 5, 6. So. Mhm. Okay, das ist die Protagonistin aus Eternal Love. Sie hat schöne Haare. 8. Mhm. Ich finde sie auch sehr hübsch, aber was mich bei ihr halt fertig macht, ist halt die Rolle, die sie gespielt hat, war halt die schönste Frau der Welt. Aber meine zwei schönsten Frauen der Welt, die ich jemals gesehen habe, spielen in der Serie mit und sollen halt weniger hübsch sein als sie. Und ich habe mir gedacht, Leute, es tut mir leid. Ist, ne? Weißt du? Das ist subjektive halt. Ich meine, sie ist sehr hübsch. Aber für andere wäre sie halt die hübscheste von ja. Ja, aber ich kann das nicht verstehen. Ich finde sie weniger attraktiv, also in meinen Ansprüchen weniger attraktiv als die von vorher. Und die hat, glaube ich, eine 8 von mir bekommen, also kriegt sie eine 7. Okay. So. Ja. Machen wir weiter mit. Oh. Machen wir bei der Frau weiter. Das ist die Protagonistin aus The Romance of Tiger and Rose. Sie ist für mich halt wieder süß. Die ist unfassbar süß, finde ich. Sie kriegt von mir eine 6. Oh. Also ich finde die mega süß, aber ich finde halt nicht, dass man sie sieht und sagt, wow, schön. Wisst ihr? Da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt halt sie an sich. Ich glaube, wenn ich sie so nehmen würde, wäre eine 10. Mhm. Aber der Vergleich. Ist vergleichen. Ja, 100%. Es ist total gemein. Gemein. Aber es ist einfach so. Ja, ich fühle mich schlecht, okay? Ich fühle mich sehr unwohl gerade. Nein, wir wissen, dass sie eigentlich auf einem normalen Menschenlevel sind, die alle Zehner. Ich fühle mich aber menschlich gesehen gerade ziemlich abstoßend. Sonst doch. Nein, also ich finde, man kann einfach, wir alle wissen, alle, die das Video sehen und die das machen gerade, wissen, dass wenn man die auf der Straße sieht, wäre das alles glatte Zehner, egal über wen wir hier reden. Es geht hier nur um den Vergleich zueinander. Und da sind die Meinungen ja auch anders. Solche Menschen sehen dürfte. Was? Jeder will, wenn er solche Menschen sehen dürfte. So ist es nämlich. Okay, machen wir mit ihm weiter. Das ist der Favorite von meiner Mutter. Warum sagst du mir denn sowas jetzt schon? Weil er halt was älter ist. Vielleicht beeinflusst es mich. Das ist Mark Chow, also der Schauspieler von Yehua aus Eternal Love. Ich finde, das ist ein sehr attraktiver Mann. Eine 5. Oh, du findest ihn weniger attraktiv als den Kaiser von eben? Mit den dunklen, mit den großen Augenbrauen? Den wurde gesagt, dass er sieht eher aus wie aus westlicher Gesellschaft. Ich hab dem noch keine 5. Ich hab dem keine 4 gegeben. Ich hab dem eine 6 gegeben. Ja, eben, und dem gibst du weniger. Achso, ihn, ja. Echt? Ja. Okay, das schockiert mich tatsächlich komplett. Noch nie hat mich etwas so schockiert.
Ehrlich? Oder eine 6 vielleicht auch, aber der andere finde ich doch schon höher, ja. Ich finde halt, der hat halt mega geschauspielert, also wirklich auf einem Level, wie ich es selten gesehen habe. Weil auch so was Western-mäßiges. Ja, ich finde auch. Der ist auch, in Kanada, also der ist Kanadier auch. Also von daher, ich finde den mega attraktiv. Mir ist er halt zu alt, weil ich halt einfach Leute in meinem Alter haben wollen würde. Die Bubis. Hör auf, das sind deine. Mir ist er halt zu alt, aber der ist einfach ein unfassbar gut aussehender Mann. Also da machst du nicht. Ich mag seine Haare, der hat so einen normaleren Mund, der ist nicht so in your face, dieser Mund. Ich finde ihn einfach süß, den Typen. Ich hab da einen. Wäre auch so eine 10. Ja, wenn man die so sieht, ist er eine 10. Okay, was hältst du von ihr? Das ist Ginny von Ashes of Love. Die finde ich komplett anders aussehen als in ihrer Rolle. Als ich Bilder von der gesucht habe, habe ich mir gedacht, what is going on here? Eine 6,5. Echt? Findest du von den Mädchen bisher die unhübscheste? Ich glaube, ich habe da schon Leuten eine 6 gegeben und so. Ja, okay, die von gerade eben, aber danach. Und mit dem Pony, die. Ach ja, die habe ich komplett vergessen, tatsächlich. Ja. Ich finde. Also irgendwie eine 6,5, ja. Die gibt mir halt auch eher süß. Ich finde, sie hat ein wunderschönes Gesicht, aber mich stört das an ihren Augen. Vielleicht ist es der Eyeliner, den sie. Ja, der Eyeliner ist nicht so gut auf dem Bild. Aber ich glaube, doch, vielleicht sogar eine 7. Aber. Doch, also sie hat wirklich ein sehr schönes Gesicht. Finde ich auch. Ich finde auch in ihrer Rolle, die Schauspieler hat auch mega gut. So Mannerisms und sowas und so funny Sachen hat die mega gut gemacht. Deswegen, die haben halt bei mir alle einen anderen. Aber die haben halt bei mir alle einen anderen Stellwert, weil ich die ja im Live-Bild, im Bewegtbild und so gesehen habe. Das heißt ja auch nochmal was. Aber ich liebe sie auch. Von mir kriegt sie eine 7. Eine 7 ungefähr. Da einigen wir uns. Das ist schön, dass wir das gemacht haben. Was hältst du von ihm? Das ist Shufeng aus Ashes of Love. Eine 6. Echt? Ich dachte, du würdest ihn schlechter bewerten. Als ich dir den in seiner Rolle gezeigt habe, hast du gesagt, der ist hässlich. Echt? Ja. Ich habe nicht gesagt, er ist hässlich. Das glaube ich nicht. Dein Gesicht hat gesagt, wow, ist der hässlich. Hör auf zu lügen. Also ich finde halt, der ist halt wirklich einer, der hübsch in meinen Augen geworden ist wegen der Rolle. Ist komplett... Wir kennen es doch hier jetzt auch. Zum Beispiel, ich finde, dass eine Kamera mich auch sehr unvorteilhaft erscheinen lässt. Aber zum Beispiel Bilder, wenn man sie von sich selber macht, sind sie dann schöner. Ja, wenn man muss schön sein, man kennt seine Winkel, man kennt so, es kommt voll auf die Position an und so. Ich finde seine Augen sehr schön. Ich finde, er hat schön so ausdrucksstarke Augen. Das ist das, was mich jetzt wieder bei ihm ein bisschen stören wird. Warum sind wir so unterschiedlich? Aber er hat wirklich ausdrucksstarke Augen, das muss man sagen. Aber ich habe den echt durch die Rolle lieben gelernt. Weil als, ich weiß noch, wir haben die Sendung angefangen und wir sehen ihn und ich war so, das ist unser Held. Und dann hat er direkt die beste Chemistry mit dem Protagonisten gehabt, die ich je gesehen habe. Und ich so, okay. I'll take him, it's okay. Also ich finde ihn voll süß. Okay, machen wir mit einer Frau weiter. Oh, wir haben nur noch ganz wenig Frauen. Egal, was hältst du von ihm? Das ist Lu Ying aus Ashes of Love. Die finde ich so süß. Kennst du? Von Zack und Cody. Mhm. London Tipton. Ja, London Tipton, ja. Brenda Song. Sie ist das einmal nur... Ja, stimmt. Ja, die haben schon Ähnlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Die ist halt ganz klein und dünn. Die ist richtig petit. Ich gebe ihr richtig süß. 7,5. Ich finde sie sehr hübsch, tatsächlich. Ja, sie ist sehr hübsch. Für mich kriegt sie eine 8,5. Das mit ihren Lippen, die Farbe. Ja. Das sehr gut. Die hat halt auch in ihrer Rolle, weil die so süß, die war eine meiner Favorites. Ich weiß, dass ich mir die Rolle ansprechen muss, I'm sorry. Aber die ist halt... kennst du sie halt, ne? Ja, also ich finde die mega süß. Ich finde, die ist halt auch, die grenzt so an schön, finde ich. So, die ist die Mitte zwischen süß, weil die so klein und dünn ist, richtig petit. Also die ist wirklich klein. Und dann so schön. Ich finde, die hat eine richtig schöne Gesichtsform irgendwie. Einfach schön. Schön, weil wenn wir schon so oberflächlich sind, müssen wir auch richtig positive Sachen hervorstellen. Das ist ja mal klar, meine lieben Freunde. Da gibt es ja auch eigentlich kaum was Negatives, außer dass zum Beispiel ein Bild blöd gemacht wurde. Ja, eben. Leo Wu aus der langen Ballade. Eine 5 oder so. Das verstehe ich. Pia fand ihn tatsächlich hübscher, als ich gedacht hätte. Ich muss sagen, er ist hübsch. Wirklich, er ist hübsch. Aber... Mir gibt sein Auftreten. Also ich mag seinen Ball irgendwie nicht. Der ist halt Bild der. Aber es ist total bildabhängig. Der ist jünger als ich. Hättest du es geglaubt? Wie alt ist er? Ein Jahr jünger als ich. Genau ein Jahr. Der hat an meinem Geburtstag. Nee, ich mag seine Lippen tatsächlich nicht so. Ich finde. Aber er ist wirklich hübsch. Also, auch wenn ich ihm jetzt nur eine 6 oder so gegeben habe. Eine 5? 5 oder 6, ich weiß nicht. Aber er ist trotzdem wirklich ein hübscher Mann. So. Wenn er dich wollen würde und du keinen Freund hättest, wärst du bereit. Nee, ich habe aber einen Freund. So denke ich nicht. Ach. Auf jeden Fall, ich finde, soll ich dir mal was Wildes sagen? Als ich den in seiner Rolle gesehen habe, ich meine, ich mag seine Nase nicht. Ich werde es jetzt aussprechen, wie es ist. Ich finde, der hat eine komische Nase. Okay, aber wenn ich den in seiner Rolle, ich finde, der hat was Majestätisches. So, weil der hatte lange Haare und der war so ein Pfeil und Bogen, Genghis Khan, Mongole, keine Ahnung. Ne?
Und immer wenn der die Szene drin hat, ich so, das ist majestätisch. So stelle ich mir eine Majestät vor. So, ich finde, der hat was. Ich meine, die Nase mag ich einfach nicht. Ja, der hat wirklich was. Aber der hat einfach so einen ganz kleinen, süßen Kussmund. Ich weiß nicht, mir gibt er Dinge. Wie viele sind es mal? 7 oder so kriegt er von mir. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Bilder. Ja. Okay. Das hier ist Chuchinge aus Legend of Yuxi. Diese Frau ist meiner Meinung nach wunderschön. Sie kriegt von mir eine 8,5. Du findest sie weniger schön als andere? Als die erste zum Beispiel. Ich finde die erste hübscher, ja. Wow. Ich finde sie halt wunderschön. Ich finde 8,5, 9. Aber sag mal 8,75. Ist okay, du bist erlaubt, eine Meinung zu haben. Nein, das Ding ist, sie ist auch, ich finde bei ihr auch gerade, umso mehr ich sie anschaue, desto hübscher wird sie gerade für mich. Und das hatte ich bei der anderen halt nicht, bei der ersten. Ich habe sie gesehen und ich war so, okay. Schönheit. So, sind sie alle. So, sie ist wirklich super hübsch. Wir müssen uns sagen, so bei allen das auch blinkt. Aber ja, sie ist eine 8,75. Bei mir ist es das Ding halt, in der Sendung haben die so wilde Frisuren. Ne? Und selbst in der wilden Frisur habe ich gesagt, okay, die ist wunderschön. Aber wenn die dann Haare runter hatte, she is beauty, she is pain, honestly. Das Ding ist halt, sie gehört schon zu den hübschesten von denen, die jetzt da waren. Und ich weiß halt nicht mehr, wie ich die anderen gerade geratet habe. Deshalb habe ich es gerade noch so höher steigen lassen. Das ist halt schwierig. Dylan Wang von Mr. Dragon, natürlich. Eine 7. Soll ich dir mal bei dem was Wildes erzählen? Oder 7,5. Der war in der ersten Sendung, die wir geguckt haben. Mr. Dragon. Und ich dachte, es gibt niemand Schöneren als ihn. Niemals wird ihn toppen. Never ever in the whole world. Und jetzt denke ich mir, ja, ein wunderschöner Mann. Aber halt nicht mein Top-Typ. Mir fällt also gerade auf, dass die ersten beiden, also sowohl Mann als auch Frau, waren die, die ich am höchsten bewertet habe. Das stimmt. Aber die waren auch von Haran. Und Haran da mit am besten Cast. Ich finde auch, dass das beiden die hübschesten waren. Ja, also ich würde auch eine 7 geben. Ich finde ihn wunderschön. Mhm. Der ist halt so ein langer Hühnerchen, der ist lang und dünn. Aber mit ein paar anderen kommt er nicht mehr, das tut mir leid. Okay, was hältst du von ihr? Das ist die Kindheitsfreundin aus Ashes of Love. Wunderschön, meiner Meinung nach. Eine 9,5. Die ist wunderschön, oder? Ich bin sogar nah dran, eine 10 zu sagen. Die ist wunderschön, die Frau. Die ist schon sehr, sehr, sehr schön. Das ist wirklich. Und in der Rolle spielt die halt die Böse. Und immer wenn die Böse macht, ich so. Aber du bist so schön. Ja, also es war. Ich finde die auch. Wir müssen uns vor allem das Akku blinken, ne, Leute? Okay. Warte, wir gehen jetzt mal ganz kurz out of the way, okay? Ryan Ding aus Romance of Tiger and Rose. Eine 8. Was? Ja gut, das ist halt der schönste Mann, der mir unter Augen gekommen ist, tatsächlich. Ja, ich finde halt den ersten schöner. Wow. Den habe ich eine 9 gegeben. Ich weiß. Das ist für mich der schönste Mann, den ich gesehen habe. Ich würde kurz verglichen, würde ich dem anderen eine 10 geben und ihm eine 9. So. Akzeptiere ich, aber für mich ist das der schönste Mann, den es je gegeben hat. Der ist auf jeden Fall auf Platz 2, glaube ich. Er hat, finde ich, so eine schöne Lippenform, die ist so geschwungen. Guck mal, wie geschwungen. That's beauty! Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, ich werde auch nichts zu sagen, ich liebe ihn. Okay, jetzt haben wir nicht mehr viel. Okay, was hältst du von ihm? Ich erwarte Großes von dir. Nimm ihn. Ich hätte ihm jetzt eine 6 gegeben. Okay, Taver, das schockiert mich. Also das ist der König von Haran. Was? Oder eine 7. Ehrlich? 6, 7. Er gibt dir weniger als manch andere? Der andere davor war mehr für mich. Und der erste halt. Die beiden sind halt auch die mir jetzt im Kopf wirklich. Aber ich finde, er sieht aus wie eine Anime-Figur. Ich finde, der sieht aus wie gemalt. Ja. Von mir kriegt er eine 10. Hier, Ryan Ding hat natürlich eine 12. Das ist ja mal klar, ne? Das ist ja mal klar. Okay, wir müssen uns echt beeilen. Okay, was hältst du von Simon Gong? Das ist von World of Honor. Eine 7. Ich finde den so süß, ne? Kriegt den hübscher als den anderen. Von mir hat er eine 9 mindestens, also weniger. Jetzt der andere oder der hier? Der jetzt. Was hältst du von ihm? Das ist Pretty Pretty aus World of Honor. Ja, eine 6,5. Sein Spitzname ist Pretty Pretty und du sagst 6,5? Zeig mir. Nee, er ist hübscher als die anderen, die ich mit 6 bewertet habe. Also 7. Ich weiß, jeder ist berechtigt zu seiner eigenen Meinung. Aber was hier gerade passiert, ist wild. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht nur sie. Ich möchte halt schon einen gewissen
eine gewisse Distanz schaffen zwischen denen, die ich so hoch geratet habe, und denen nicht, weil dann würde ich sagen, ja, sind mal, alle 10. Der andere ist 10 und der ist jetzt, wenn ich den jetzt eine 8 gebe, dann wären das nur 2 Punkte, die voneinander trennen, und da ist halt für mich dann doch schon ein größerer Unterschied. Was nicht bedeutet, dass die 6 jetzt schlecht ist, aber im Vergleich zu den anderen finde ich sie eben nicht so überwältigend. Aber trotzdem ist er eine 10 von 10. Jeder wäre sich glücklich, wenn er ihn so sehen könnte. Er hat halt einen wunderschönen Mund. Ja, er hat, er hat ein sehr schönes Gesicht. Ja. Ist so. Schöne Form, schön alles. Na, alles Model zum Okay, Gesicht. Was sagst du zu ihr? Das ist eine 9. Du ging von Mr. Dragon. Sie sieht sehr schön aus. Das ist für mich eine meiner 2 Zwölfen. Als ich diese Frau gesehen habe, dachte ich, hübscher geht nicht. Das ist das Maximum, was ein Mensch erreichen kann. Und dann kommt die andere. Jetzt denke ich, ja, die andere ist aber auf jeden Fall eine 9, mindestens. Die ist einfach, she is beauty, she is pain. Da machst du nichts. Sehr schön. Okay. Die letzten 3. Was hältst du von ihm? Das ist Fischfee aus Ashes of Love. Eine 8. Ich finde den wunderschön, ne? Der ist sehr hübsch, ja. Der hat geschauspielt wie kein anderer. So gut. Ich würde ihm vielleicht sogar eine 8,5 geben. Es gibt ein Video von dem, da hat der lockiges Haar. Mhm. Und ein Smoking an. Du so, oh wow. That's just. Ich glaube, das ist der 3. auf meinem. Echt? Links, ja. Wow, crazy, crazy. Ich meine, von mir kriegt er eine 9 mindestens. Okay, dann haben wir hier den letzten Mann. Das ist Vinceng aus sowohl Ashes of Love als auch Eternal Love und King's Woman. Eine 7,5-8. Dazu muss ich sagen, er ist sehr schön, also er hat ein sehr schönes Gesicht. Aber da muss ich sagen, so vom Gesicht wäre es weniger mein Typ. Auch wenn ich keinen Typ habe, ich merke einfach, ich würde mich zu den anderen Typen mehr hingezogen fühlen. Ich habe das Gefühl, du magst mehr schmalere Gesichter, kann das sein? Weil ich finde, er ist so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, zum Beispiel beim ersten, der hatte mehr... Der ist aber einfach süß. Ich finde, der hat so ein richtig schändiges Lächeln. Ich glaube, das ist das Süße. Das verstehe ich. Von mir kriegt er natürlich eine 9,5 oder so. Ich meine, es ist... Ich habe bei ihm Gewalt in der Beziehung habe ich verziehen. Ich so, oh, du wirkst die süß, romantisch. Okay, das ist jetzt die letzte Frau. Ihr wisst, wer kommt. Dilraba. Von Lange Ballade und King's Woman und Ashes of Love. Sie war überall, okay? Wenn das nicht die schönste Frau ist, die dir je unter die Augen gekommen ist. Nee, tatsächlich nicht. Was? Die anderen jetzt... teils hübscher. Oh mein Gott! Aber ich muss jetzt sagen, sie ist wunderschön, sieht aus wie eine Puppe. Die sieht aus wie eine Puppe, ist ja, so. Ja, und ich würde ihr auch eine 8 bis 9 geben. Und das ist nicht retuschiert, also ich meine, das Bild ist retuschiert, aber wenn du die in echt siehst, sieht die genauso aus. 8 bis 9 geben, aber ich muss sagen, ich mag ihren Blick darauf nicht, weil der wird sehr böse so. Und ich mag das, wenn die so sind. Und das hat halt bei den anderen einen schöneren Vibe gegeben, aber die ist wunderschön. Ich verstehe, was du sagst. Sehr, sehr schön. Für mich ist das die schönste Frau. Ich kann das auch voll verstehen, dass du sagst, das ist die schönste. Dann haben wir dann doch schon einen großen Unterschied. Ja. Aber bei Frauen irgendwie nicht so. Ja, dann wenn wir lesbisch werden, würden wir uns in die Quere kommen, aber das so nicht so ist, ist das schön. Nee, also ich akzeptiere sämtliche Meinungen, weil alle diese Menschen wunderschön sind, von daher... Wirklich alle sind wunderschön. Bei manchen bin ich komplett schockiert gewesen, aber meine Mutter wird sich freuen, weil sie liebt den du ausgesucht hast, als mit Platz 1. Wer ist jetzt dein Platz 1? Immer noch der erste, den wir gesehen haben? Ja, danach... Ich weiß nicht mehr. Der zweite war den du auch so schön warst. Dieser mit dem weißen Hemd, der so nach vorne geballt war. Ja, Randing. Ja, genau. Und jetzt der dritte, wo ich gesagt habe, der ist jetzt mein Platz 3. Kannst du dich an den jetzt gerade erinnern? Ja, Fischfee. Das verstehe ich. Macht für mich Sinn. Vor allen Dingen, weil ich finde halt, der Minho, also dein erster, ne? Der hat sowas Schelmisches. Auch wenn du mit den Interviews und sowas, der hat sowas Freudiges, Liebes. Der strahlt richtige Liebe aus. Richtig sympathisch, der Junge. Von daher. Ich verstehe es, ist nicht meine Auswahl, aber ich verstehe es. Ryan Ding ist der schönste Mann, der mir je unter die Augen gekommen ist. Das war's. Wir müssen jetzt zumachen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Nehmt es mit Freude und Liebe und Humor. Genau. Und wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag. Bye! Tschüss.